Hallo zusammen. Ja, heute gibt es das Real Talk Video bzw. eben das Erfahrungsvideo zu unserer ersten kurzen Flusskreuzfahrt, der Party Cruise von Müller Touristik. Das Vlog-Video dazu habe ich ja hier schon hochgeladen und ich hatte da ja schon erzählt, dass ich noch mal ein bisschen ausführlicher in einem Real Talk Video quasi über diese Reise berichten werde. So nach dem Motto, was kann man da wirklich erwarten, wenn es heißt Party Cruise? Wie war es dann wirklich an Bord? Wie war so das Essen, das Schiff? Einfach alles drumherum, damit man mal so ein bisschen abseits der einfach nur Bilder auch weiß, was war da Sache, was war gut, was vielleicht etwas weniger gut. Ja, und auch so ein paar leichte Vergleiche zur Hochseekreuzfahrt möchte ich ziehen, auch wenn man das im Prinzip bei der Flusskreuzfahrt so nicht kann. Aber so in gewissen Bereichen einfach mal zum Vergleich quasi, wo die Unterschiede dann auch mit sind. Ja, beginnen möchte ich mal mit der Sache Party quasi, weil ich sagte ja, es war als Party Cruise oder es ist als Party Cruise deklariert. So steht es auch dran. Es wurden da, als wir in Düsseldorf ankamen, gerade die Banner angebracht von Müller und dann auch Party Cruise. So, wir hatten ja auch, das hatte ich in dem anderen Video ja im Intro gesagt, uns diese Reise mal ausgesucht, weil wir gesagt haben, okay, wir sind im Oktober auf einer Hochzeitsmesse, wo wir eben mit unserer mobilen und Online-Reisevermittlung ausstellen. Und das wäre ja vielleicht was, was man anbieten kann, wenn jemand speziell vielleicht auch mal nach etwas fragt, wo er einen, ja, besonderen Junggesellenabschied feiern kann, was aber nicht gerade unbedingt einen Flug nach Mallorca oder so beinhaltet, was ja auch viele machen, oder das klassische irgendwo nach Hamburg zu fahren oder so. Und da haben wir gesagt, okay, das ist ja eine super Chance, weil ein Angebot passt, wir hatten Lust dazu und haben gesagt, können wir gleichzeitig mal ein bisschen schauen, ob das für diese Zielgruppe passen würde und wie wir das so einschätzen, weil Party Cruise klingt ja eigentlich cool. So. Ja, wie war jetzt die Party in dem Sinne? Es gab, also es war so, dass also ein DJ mit an Bord war und es gab sowohl am ersten Abend dann die Party als auch dann abends nach dem Amsterdam-Besuch und es gab auch eine Veranstaltung mit Karaoke noch am letzten Tag, wo wir also wieder auf dem Weg zurück nach Düsseldorf waren. Das war dann nachmittags. So, wir haben am ersten Abend waren wir also auch direkt in der Lounge. Also die Party fand in dieser Lounge statt. Da war auch das DJ-Pult und so weiter aufgebaut. Und schon als man da so über Tag dann reinkam, nachdem wir quasi auf Schiff sind, nachdem wir um 16 Uhr dann losgefahren sind, war also schon ein bisschen Musik, die der DJ da laufen hatte. Da muss ich sagen, es war relativ schlagerlastig so am Anfang. Was ja für Party nicht verkehrt ist. Aber für mich war es in dem Moment noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, beziehungsweise nicht so mein Geschmack, weil das ja noch nicht die Partyzeit in dem Sinne war. Ich saß da also mit meinem Mann und habe einen Drink genommen und dann ist es jetzt nicht meine bevorzugte Musik, aber wer Schlager gerne mag, also die lief da, das war schon eine gute Auswahl. Und später dann, als dann die Party losging, muss man auch sagen, hat er wirklich einen sehr guten Mix gehabt. Es war dann wirklich eine Mischung aus Schlager, aus Partymusik. Es waren auch ein paar neuere Sachen dabei. Es waren 90er dabei, 80er Jahre Musik. Also wirklich bunt gemischt. Und ich habe gesagt, jo, da war auch einiges bei, was so wirklich auch so das ist, was ich so privat mal hören würde. Und eben auch so die typischen, ja, Partykracher mit dabei. Und auch für jede Altersstufe würde ich so ein bisschen sagen. Da sind wir gleich beim nächsten Thema. Ich sagt er gerade, unsere Intention dahinter war auch so ein bisschen zu gucken, ist das was für einen Junggesellenabschied? Jetzt muss man dazu sagen, wir hatten dann auch, oder unser Reiseleiter hat dann irgendwann mal uns erzählt, dass bei dieser Reise der jüngste Gast 19 Jahre alt war und der älteste Gast 82. Also wirklich ein komplett gemischtes Publikum von den Altersstrukturen her. Es waren viele so unser Alter, sprich zwischen 40 und 50, etwas, also etwas drüber, etwas drunter. Aber eben auch zwei größere, wirklich größere Gruppen, wo dann wirklich wesentlich jüngere Leute waren als unser Alter. Das waren so zwei etwas größere Gruppen, nehmen wir an, Klicken, vielleicht auch irgendwie, das eine waren vorwiegend nur Jungs. Das war mit Sicherheit vielleicht irgendwie so ein Fußballclub oder irgendwas in der Art oder davon jedenfalls zwei etwas größere Gruppen, wo man auch sagen könnte, gut, da war auch eine entsprechende Anzahl an jüngeren Leuten, wenn man also dort jüngere Gäste hätte, die hätten unter Umständen auch ganz gut den Anschluss finden können. So. Das ist natürlich was, das kann man nie voraussagen. Das kann jetzt bei der nächsten Reise, weil die machen ja mehrere solche Reisen, kann es natürlich komplett anders sein. Das kann sein, dass das Schiff nur voll ist mit solchen jungen Leuten oder es sind aber auch wirklich eher so die Älteren, sage ich mal, was weiß ich, ein Kegelclub, ein alter Kegelclub, der da eine Fahrt macht oder so. Das wird schwierig sein einzuschätzen. Aber genau das war ja auch unser Wunsch dahinter, einfach zu sehen, wie ist das denn an Bord überhaupt? Weil so von der Musik her und so wird sich ja dann auch so ein bisschen immer geguckt, was ist denn da?
würde ich mir jetzt so vorstellen, weil ein DJ hat da ja auch sein Gespür für und sieht, was ist das jetzt für ein Publikum. Ja, und bei uns war es eben wirklich sehr, sehr gemischt von der Altersstruktur und vom Publikum her, sodass wir auch sehr gemischte Musik hatten und das fand ich sehr stimmig. Die Partylaune. Also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, wie wenn man irgendwo am Ballermann irgendwo, wo jetzt hier im Bierkönig oder so ist, wo da wirklich alle hier so und also hopsen, springen, vielleicht auch auf den Tisch tanzen oder so. Das nicht. Aber es wurde schon relativ viel getanzt. Die Tanzfläche war eigentlich oft recht voll. Teilweise wirklich so Paartanz, also so hier mit Disco Fox und was man so kennt. Aber eben auch ganz normal dieses Einzeltanzen, wie man es aus der Disco halt kennt. So, das war also schon recht gut gefüllt. Da konnte man sich also auch zwischenmischen. Das war gar kein Problem. Es wurden auch bei einigen Liedern halt mitgesungen und mitgeklatscht. Aber eben, wie gesagt, wer jetzt da, wer weiß, was für Ausruf man das erwartet hat. Also das war es nicht, zumindest auf dieser Reise nicht. Mich hat es wenig gestört, aber einfach so, dass jemand, der sagt, aber ich will genau das, ich will das genauso wie am Ballermann. Ich erwarte da einen Ballermann auf dem Fluss zum Beispiel. Der zumindest muss er damit rechnen, dass das eben sein kann, dass das nicht der Fall ist. Weil, wie gesagt, war bei uns so nicht, vielleicht war es auf einer anderen Fahrt anders oder wie auch immer, aber nur, dass man es ein bisschen einschätzen kann. So, Stimmung ist natürlich aber auch immer das, was man selber draus macht, weil wie gesagt, diese Trupps, gerade die zwei größeren Trupps, der eine war etwas ruhiger, die haben dann auch eher nur so mitgehört, ein bisschen was getrunken und der andere, der war richtig da, auch am Party machen, die haben sich dann noch da mit so einem Frauentrüppchen unterhalten, von denen haben sie irgendwann dann nochmal die Haarkränze gehabt, die dann auch so am Leuchten waren, also haben ihren Spaß da gehabt. Von daher, das war schon gut gemacht, es hat jeder auch einen Platz gehabt in dieser Lounge. Das wurde vorher wirklich mit Namensschildern, hatten die es aufgestellt, wo welche Gäste sitzen. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, wenn man jetzt sagt, toll, da sitze ich jetzt irgendwo in der Lounge am Tisch mit jemandem, der mir gar nicht passt. Allerdings muss man auch dazu sagen, wenn ihr vielleicht mit einer größeren Gruppe fahren würdet, weil ihr das mit der Clique, mit Freunden macht, dann ist es auch relativ wahrscheinlich, dass ihr einfach nur an einem Tisch sitzt, weil so viele passen jetzt an diese Lounge-Tische auch nicht. Und es gab ja auch durchaus diese größeren Gruppen, die saßen dann auch zusammen. Wir waren jetzt halt zu zweit da, da ist es logisch, dass man nicht irgendwo die wenigen Tische, die da sind, wo vielleicht nur vier Leute ran können oder so, nur mit zwei Leute füllt und dann andere keinen Platz haben. Von daher sollte man da auch immer gucken, mit wem man reist und mit wie vielen. Das ist also nicht gesagt, dass man da mit Fremden an einen Tisch kommt, wenn man das nicht möchte. Aber wie gesagt, das kann einem passieren, gerade wenn man vielleicht nur zu zweit unterwegs ist. Wir fanden es nicht schlimm. Leute waren auch ganz nett, auch bei uns am Essenstisch war es eine ähnliche Sache. Von daher alles gut. So, und da hatte man also seinen Platz und dann konnte man gemütlich was trinken. Die Getränkepreise waren auch völlig okay. Einfach so, wie man es ja, in der Cocktailbar oder in der Kneipe oder so auch weiß, hat. Also Bier war um die 4 Euro, auch Weizenbier gab es. Cocktails mit Alkohol 9,75, meine ich, wenn ich das so richtig habe, so um die 9 Euro. Ja, also alle solche Sachen, ne, so Liköre teils für 5, 6 Euro, je nachdem was. Also das war jetzt nicht, wer weiß, wie überteuert, aber auch nicht super günstig. Normal, würde ich halt sagen. So, auf jeden Fall günstiger als auf so manchem Hochseekreuzfahrtschiff. Das zumindest bei den amerikanischen, wenn wir da unterwegs sind. Ja, also so viel zu dieser Partysache. Wie gesagt, es gab dann am Sonntag auch noch nachmittags eine Veranstaltung. Das war dann Karaoke. Die war super. Weil da eben auch von diesem einen Jungstrupp, was ich erzählt habe, wo die jüngeren Männer waren, da hat einer wirklich eine riesen Performance abgeliefert von Bed of Roses von Bon Jovi. Er hat völlig schief gesungen, brav, machen wir uns nichts vor. Aber genau das war das Lustige. Aber er hat das so gut gemacht. Der war so präsent. Der hat wirklich mit so einer Rose hat er Blätter abgezupft und um sich geworfen. Also es war alle waren am Grölen, am Mitklatschen, am Lachen. Es war super Stimmung, als er da auf der Bühne stand. Der hat im Übrigen am Ende auch gewonnen. Man hatte dann auch so eine Jury, da hat man einen gemacht, der dann so einen Dieter Bohlen abgegeben hat, einen Bruce Danell und eine machte, glaube ich, einen auf Sylvie Meister, nicht so richtig, also, ja, glaube ich, war so. Das wurde auch von Gästen dann gemacht. Das hat dann die Reiseleitung, hat die Gäste da wirklich mit an so einem Tisch und war also wirklich lustig gemacht. Wir hatten eine gute Stimmung, es hat uns soweit gut gefallen und wie gesagt, man muss einfach nur sich klar machen, dass da jetzt nicht unbedingt Party in dem Sinne herrscht, wie jetzt wirklich auf einer riesigen Fete, wo alle auf dem Tisch tanzen und alle Hände hoch und hast es nicht gesehen, sondern ja, eine gute Stimmung, aber eher etwas gemäßigter, als man es vielleicht erwarten würde, wenn man hört Party-Crews.
Ja, und die Reiseleitung, das waren zwei super lustige Herren von Müller, die da waren. Die waren super nett. Die haben auch in Amsterdam quasi einen geführten Stadtspaziergang mit uns gemacht, mit denen die wollten. Das war also auch kostenfrei. Die haben uns eben gesagt, in Amsterdam darf man halt so eine Stadtführung offiziell in dem Sinn nicht mehr machen. Man darf sie machen, aber dort gibt es sehr strenge Auflagen. Es sind nur noch ganz kleine Gruppen erlaubt. Das heißt, man hätte viel zu viele Leute haben müssen, um alle aufzuteilen. Das konnte man dann so nicht anbieten. Und dann macht man das eben so, dass man es wirklich sehr inoffiziell laufen lässt und dann eben auch nicht so wie bei Städtetouren sonst üblich, dann vielleicht an jeder Sehenswürdigkeit oder was ewig lange mit den Gruppen so gezwängt stehen bleibt. Und von daher gab es also, ja, einen Stadtspaziergang hat das genannt. Er sagt, ihr könnt euch anschließen, ich erzähle euch beim Gehen ein bisschen was dazu, wenn sich's mal ergibt und man genug Platz hat, bleiben wir auch mal wo länger stehen als Gruppe. Ansonsten muss man sich halt ein bisschen aufteilen und so weiter. Wer will, kann jederzeit die Gruppe verlassen. Wer mitgehen will, der geht komplett einmal so die Route, die er abgehen wollte und hat danach seine Zeit zur Verfügung. So, und da sind wir mitgegangen. Es war wirklich sehr lustig, sehr informativ auch teils. Und wir haben schöne Ecken nochmal erkundet, die wir vorher selber so nie abgegangen sind, weil wenn, dann sind wir eigentlich hingefahren zum Shoppen, sind wir von hier nach Amsterdam. Ist es nicht so weit, da fährst du zum Shoppen, gehst diese großen Shopping mal. So ganz viel haben wir ehrlich gesagt nie von Amsterdam wahrgenommen, wenn wir da waren. Das eine Mal haben wir eine Schiffsbesichtigung dort gehabt von Norwegian Cruise Line und dann nachmittags noch ein bisschen eben da in der Gegend um den Anleger rum flaniert. Also von daher war das auch für uns ganz toll, obwohl wir Amsterdam an sich so ein bisschen kannten oder schon ein paar Mal da waren. Ja, und das war super gemacht. Wir sind dann noch in so einem Café eingekehrt, haben da noch was Schönes draußen getrunken und noch ein bisschen gesessen, unterhalten. War sehr offen, sehr lustiger Mensch und auch der zweite Reiseleiter, der ist dann später auch noch dazu gestoßen. An dem Abend, nachdem wir dann aus Amsterdam quasi aufs Schiff zurück sind, hatten wir abends dann nochmal Abendessen dort und dann gab es nochmal die Möglichkeit später, wo es dann so leicht dämmerig schon wurde, mit einem nochmals kostenfreien Shuttle und auch wieder den beiden zurück nach Amsterdam zu fahren, um dann das Rotlichtviertel ein bisschen näher zu erkunden. Und auch das haben wir mitgemacht. Und es war wirklich super, super lustig im Bus, obwohl es sehr informativ auch war, weil wirklich, ich habe so das Rotlichtviertel von Amsterdam gar nicht so auf dem Schirm und ich fand es auch sehr suspekt, als wir dann da durchgingen und diese Damen wirklich in den Schaufenstern dort stehen. Ja, oder wie in Schaufenstern dort stehen. Aber er hat uns eben auf dem Vor oder die beiden haben uns im Vorfeld im Bus wirklich viele Infos gegeben, vieles erzählt dazu, weil das da ja auch ganz anders in Anführungsstrichen gewertschätzt wird. Es ist ja auch wirklich ein guter Beruf dort. Die sind ja alle, die es machen, sind ja wirklich auch sehr stolz, werden aber auch gut behütet, weil er hat uns dann auch gesagt, warum wir auch da noch mehr drauf achten, dass wir nicht irgendwie mit einer großen Gruppe wohl stehen bleiben, weil die hatten das wohl noch zuvor, dass die da dann mal etwas länger mit ein paar mehr Leuten in der Nähe von so einem dieser Häuser mit diesem Schaufenster standen. Und nicht mal, dass sie die Dame da drin besonders angestarrt hätten, aber die fühlte sich offensichtlich dabei nicht wohl, hat nach der Polizei gerufen und sofort war die Polizei da. Also das Viertel, er sagte auch, das ist abends so sicher, das meint man gar nicht, aber da kann man wirklich sicher hin, weil die Präsenz ist da sehr, die Damen werden sehr geschützt, aber dadurch ist natürlich generell da auch, viel Präsenz und viel Sicherheit. Von daher, da hat er uns viel erzählt, natürlich vieles auch auf sehr lustige Art und Weise, auch mit ein paar lustigen Anekdoten aus diesen Bereichen. Er hat uns gesagt, welche Shops wir uns mal oder Schaufenster von Shops wir uns anschauen sollten. Unter anderem auch ein Laden mit Kondomen in den lustigsten Varianten, in Form von einer Freiheitsstatue und. Alle solche Sachen. Und dann haben wir quasi, dann sind wir ausgestiegen, wir sind dann bis zu so einem Treffpunkt mit denen gelaufen, da hat er noch ein bisschen erzählt und dann haben wir alle wohl so einen Plan gekriegt, wo er gesagt hat, so hier könnt ihr vernünftig, wenn ihr das einmal abgeht, dann seht ihr eigentlich so diese Punkte, die wir gesprochen haben, da könnt ihr jetzt los und um 22 Uhr fährt dann der letzte Shuttlebus zurück wieder zum Schiff, weil wir um 22:30 Uhr halt wieder weiterfahren. Ja, und das hat super gut geklappt und es war wirklich cool gemacht und da muss ich sagen, also ganz, ganz toll, die ganze Orga von Müller an Bord, hat alles super geklappt, sehr nette Crew, auch vom Schiff her selber die Crew, sehr, sehr nett. Was man da vielleicht in Anführungsstrichen bemängeln kann, war, dass teilweise die Crew etwas überfordert wirkte, also so die Barcrew und auch im Restaurant. Ich weiß nicht, ob die relativ neu waren, man hatte so das Gefühl,
dass die auch nicht so die Aufteilung richtig haben, weil auch in der Lounge abends an einigen Tischen kamen Servicekräfte recht häufig entlang und haben Getränkebestellungen aufgenommen, Getränke gebracht, Gläser abgeräumt, während so in anderen Bereichen unter Umständen, unter anderem auch an unserem Tisch, so ziemlich nie überhaupt jemand mal vorbeikam und wir haben es uns meistens dann selber von der Bar geholt oder es dauerte sehr lange oder man musste sie wirklich rufen. Gleiches war im Restaurant, aber da haben wir das ähnlich beobachtet mit den Tischen, ne? Während die einen schon den dritten Wein sich bestellt hatten, war bei uns noch gar keiner überhaupt mal fragen. Ich fand es jetzt nicht ganz so tragisch. Wenn man dann gerufen hat, dann war das auch okay und dann ging das auch zügig. Aber es ist halt aufgefallen. Es ist halt was, was mir aufgefallen ist, was man vielleicht anspricht. Vielleicht war es wirklich dort an dem Tag so. Hat mir jetzt nicht besonders viel ausgemacht, weil die Crew dabei einfach total lieb und nett war. Also so, ne, das hat man ja manchmal, das hat man auch auf Hochseekreuzfahrten manchmal, wenn gerade ein Crewwechsel war oder viele neue Leute oder irgendwas ist neu strukturiert oder so, dass man dann manchmal auch merkt und denkt, ups, hier hakert aber was. Aber ich finde immer, wenn die Leute dabei super nett und motiviert, und das waren die alle, also die haben bei dieser Karaoke-Show noch selber mitgemacht als Crew und so, dann kann man darüber wegsehen. Sehe ich zumindest so, weil das sind alles Menschen, das sind alles menschliche Sachen, das sind alles Abläufe. Und solange das in dem Moment klappt, wenn ich sage, hier, Moment, ich wollte was bestellen oder so, finde ich das auch in Ordnung. Auch wenn es natürlich eher so sein sollte, dass die dann das von sich sehen, aber das ist einfach nicht immer gegeben. Und wie gesagt, also ich würde das einfach nur, weil es für mich zu einem Fazitvideo dazugehört, dass man es eben anspricht, aber ich persönlich fand es jetzt nicht, wer weiß, wie dramatisch. So, von daher. Ne, aber super nett waren, wie gesagt, alle. Und ja, dann machen wir jetzt auch mal weiter mit dem, worüber ich gerade dann schon geredet habe, Getränke und das Essen. Ja, also Getränke selber mussten wir ja extra bezahlen. Das hatte ich ja gerade schon mal erwähnt. Außer eben morgens dann den Kaffee dazu oder die Säfte, die man dann so zapfen konnte, die waren halt gratis mit drin. Zum Essen gab es auch immer dieses Eiswasser, was man auch so von Hochseekreuzfahrten kennt. Das war also gratis. Alles andere musste halt bezahlt werden. Preise hatte ich ja gerade schon was dazu gesagt. Ansonsten fand ich das alles sehr lecker. Auch die Cocktails fand ich waren eine gute Mischung. Ich hatte zum Beispiel auch mal einen zum, wie hieß es, Snowball. Das ist was mit Eierlikör mit drin und Orangensaft irgendwie. Sehr, sehr lecker und man schmeckte wirklich gut den Eierlikör. So, das ist ja auch nicht immer so. Manchmal wird ja auch wirklich am Alkohol so gespart, dass man überhaupt nicht merkt, dass man, ob man jetzt einen alkoholischen Cocktail oder einen ohne Alkohol hat. Also da kann man so nichts sagen. Das war alles top. Das war alles sehr lecker. Auch hatte ich so ein Sangria 43. Das war irgendwie Sangria mit 43 noch gemischt und noch was drin. War auch super lecker. Also kann man gar nichts sagen. Beim Essen war es ja so, dass es Buffet gab. Also das Essen in Buffetform, außer am letzten Tag. Da auch noch mal was zu. In Buffetform. Es war dann so, es war immer ein Zeitfenster von 2 Stunden, wo man hingehen konnte. Man hatte also auch da seine festen Tische, konnte da dann hingehen, wenn man so weit war. Es war, ne, den einen Abend eben von 18 bis 20 Uhr. So, beim anderen war es von 17 bis 19 Uhr, glaube ich. War um 19:30 Uhr genau, ging der Shuttle ja nochmal nach Amsterdam. So, in den 2 Stunden konnte man da also so viel schlemmen vom Buffet, wie man wollte. Essen war auch super gut, es war ein leckerer Salat, es war Fisch dabei, es waren ja, warme Speisen halt dabei, wie Hähnchenbrust war mal dabei, einmal Backfisch und. Also wirklich alles lecker gewesen, konnte ich so nichts feststellen, was negativ gewesen wäre. Auswahl war auch völlig ausreichend für so ein Flusskreuzfahrtschiff und für so eine Reise. Das Einzige, was mich gerade am ersten Abend irritiert hat und nicht nur mich, war, dass man dann da am Buffet entlang ging und es war nichts Süßes da. Ich habe gesagt, ah, so Essen ganz ohne Dessert finde ich dann so ein bisschen, da fehlt was. Und eine Dame von denen, die bei uns mit am Tisch saßen, sagte auch, hey Mensch, ich hätte jetzt auch noch Lust auf so ein Buffet, auf so ein Dessert. Ja, und ich habe dann noch zu meinem Mann gesagt, ich sage, kann natürlich auch sein, dass sie es etwas später aufbauen, so zum Ende hin von der gesamten Tischzeit, einfach weil vielleicht auch nicht der Platz da ist, weil das war jetzt nicht so überdimensional riesig, auch so mit Kühlung oder sowas. War mir aber nicht sicher, weil es auch nirgendwo irgendwie stand. Und ja, unsere Tischnachbarn haben dann irgendwann gesagt, ja gut, dann gehen wir jetzt halt in die Bar und wir hatten noch ein bisschen was zu trinken. So, okay, wir sitzen hier ja noch. Und dann hörte ich, wie die Dame am Tisch hinter uns eines der Servicekräfte ansprach. Und die hat dann gesagt zum Thema Dessert, ja, later, also es gibt später noch was.
Und dann haben wir gesagt, okay, warten wir mal. Und das Warten hat sich echt gelohnt, weil gerade auch so am ersten Abend, es gab eine rote Grütze mit Schlagsahne oben drauf. Es gab einen weißen Mousse-au-Chocolat, total lecker. Und es gab einen mega leckeren Käsekuchen. Von dem habe ich wirklich nur so ein bisschen was probiert. Den hatte mein Mann, weil mir war das zu groß. Das waren wirklich große, riesige Stücke. Und das war mir in dem Moment dann einfach nach dem Essen zu viel. Das hätte ich so nicht aufgekriegt. Das stopft so. Aber der war sowas von lecker. Und auch das Mousse-au-Chocolat, das Weiße, total lecker. Dann waren da noch Windbeutelchen, die es gab. Die habe ich jetzt nicht probiert, weil, wie gesagt, das passt ja auch nicht alles immer rein. Man kennt das ja auch von der Hochseekreuzfahrt. Man kann nur eine bestimmte Menge einfach essen, egal was da ist. So. Also super lecker. Wir haben es dann hinterher unseren Tischnachbarn auch gesagt, hey, die warten sollen, morgen wartet mal, weil es wird tatsächlich im Nachhinein aufgebaut. Da hätte man vielleicht eine andere Kommunikation fahren sollen, dass man das irgendwo weiß oder sonstiges. Ja, aber sonst auch morgens genug Aufschnittsvarianten, Obst, Joghurt, alles da, was man so haben möchte. Rührei, also alles total klasse. Ja, und am letzten Tag war es dann wirklich tatsächlich morgens noch so, dass man zu dem normalen Buffet, was da aufgebaut war, auf dem Tisch noch so ein Kärtchen hatte, wo drauf stand, dass man eben frische Waffeln, diese Poffertjes, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, diese kleinen Pfannkuchen, die es so in den Niederlanden gibt. Die Dame hat es noch richtig, hat es mir noch gesagt, wie es gesprochen wird. Ich habe es einfach wieder vergessen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig habe, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Die und eben Omelette ja, frisch bestellen kann. Oder sich zubereiten lassen kann. Das haben wir dann auch gemacht. Also ich habe mir diese Poffertjes bestellt, mein Mann sich ein Omelett bestellt. Und da muss man sagen, das ging auch wirklich recht schnell, dass das kam. Also dauerte nicht allzu lang. Klar, ein bisschen dauert es, weil es wird ja frisch gemacht. Aber das war jetzt super, alles im Rahmen, obwohl das viele bestellt haben. Man konnte das so sehen, weil wir hatten dann gesehen, dass da welche eben mit solchen Tellern mit Omelettes und sowas rumliefen. Und dann haben wir erst dieses Schild entdeckt, was dann an dem Tag auf dem Tisch stand. Ja, und wie gesagt, das war auch super lecker. Also meine Poffertjes waren total lecker. Mein Mann sagte, das Omelett gut, das wirkte für ihn so ein bisschen eher wie so ein Rührei zusammen gemacht, weil er hatte nicht das Gefühl, dass da groß was drin ist. Normal kennen wir das ja im Omelett, dass dann irgendwas damit reinkommt, Zwiebeln, Tomaten, Schinken, was auch immer. Ne? Man kann sich das jetzt halt aussuchen. Er meinte, dass da Käse wohl mit durch war, aber sonst jetzt so nichts. Man konnte eigentlich groß was wählen oder so. Aber es war lecker und es war halt wirklich schön frisch zubereitet, warm, also überhaupt nicht zu beanstanden beim Essen. Es war super lecker. Und auch das letzte Essen an Bord an dem Tag war eben nochmal ganz besonders, weil da haben wir halt nochmal so ein Gala-Dinner bekommen. Da hatten wir am Tag vorher eine Mitteilung, also dass quasi am nächsten Tag dann um 15 Uhr bitte alle im Restaurant erscheinen sollen, weil dann gibt es ein Gala-Dinner, was eben auch am Tisch serviert wird und nicht in Buffetform. Das waren dann 5 Gänge. Auch alles super lecker. Das hat sich nur ein bisschen sehr lange hingezogen. Es hieß also so nach dem Motto, wir sollten um 16, nein, um 17 Uhr die Kabinen spätestens verlassen, weil wir um 18 Uhr anlegen sollten. So, dann hieß es irgendwann, wir werden wahrscheinlich sowieso ein bisschen früher da sein, aber passt alles. So, ne? Wir sollten dann auch die Rechnung bis 17 Uhr bezahlt haben. So, und wir haben dann gedacht, okay, 15 Uhr. Gala-Dinner, Mehrgangmenü, wenn ich so gucke, in der Hochseekreuzfahrt haben wir auch immer ein Mehrgangmenü abends. Da ist das gang und gäbe, dass man ungefähr 5 Gänge bestellen kann. Ich bestelle immer drei, aber man kann ja auch mehr Zwischengänge und so. Was sitzen wir da? Längste Mal war, glaube ich, mal 1,5 Stunden oder so und das war schon echt lang. So je nachdem, wie lange man selber auch braucht zum Essen. Aber die Gänge, die werden recht schnell serviert. So, also haben wir gesagt, okay, dann passt das ja, aber es zog sich. Also es war so, auch da hat man wieder das, was ich vorhin so ein bisschen gesagt habe, es wirkte alles so ein bisschen ungeordnet. Also wir sind auch etwas nach 15 Uhr erst hingekommen, weil die Karaoke war nicht ganz rechtzeitig zu Ende mit der Siegerehrung und so, und dann sind alle rüber. Und es waren dann auf den Tischen, auf jedem Tisch stand dann schon der erste Gang quasi. Das war so Schinken. Mit auch noch, ich glaube, Pesto war drauf oder irgendwie sowas. Und hier die Pinienkerne, meine ich, oder Pistazien, irgendwie sowas war es noch. Ich weiß schon gar nicht mehr genau. Aber es war sehr lecker. Da war dann auch noch so ein Kräuterbutter dabei und Brötchen. Da stand also alles schon auf dem Tisch. Für jeden Gast. So, dann hat man das also gegessen. Und dann der zweite Gang war also eine Suppe. Aber man merkt dann irgendwie schon,
Einige Tische hatten dann schon fast die Suppe wieder auf, während bei den anderen noch nicht mal die ersten Vorspeiseteller quasi wieder abgeräumt waren. Und es war dann wirklich so, dass dann irgendwann so gerade zum Ende hin, wo dann die ersten Tische schon alle ihre Gänge durch hatten, so eine gewisse Unruhe dann auch da war, die das leider so ein bisschen, ja, zerstört hat, weil dann zwischendurch immer wieder vor dem Dessert dann quasi, zwischendurch immer wieder Leute dann gesagt haben, oh, so nach dem Motto, ich muss jetzt nochmal was bezahlen, weil man merkte, es wurde immer später. Und es hieß ja, wir legen früher an und alle wurden so langsam hektisch, man sollte bis 17 Uhr bezahlt haben. Und es sind immer wieder zwischendurch welche, wenn das lange dauerte, bis dann nochmal der nächste Gang kam oder wenn dann wirklich so der vierte Gang schon weg war und man nur noch auf die Nachspeise gewartet hat, dass viele hin und her gelaufen sind. Und auch mein Mann ist dann irgendwann gegangen und hat gesagt, so, ich gehe jetzt mal bezahlen, man weiß ja nicht, wie dann gleich alles ist. Ja, das war aber dann eben auch kurz bevor dann das Dessert kam und das Dessert wurde wirklich sehr schön präsentiert und zwar hatte man dann echt Traumschiff-Feeling. Also es kamen dann wirklich so Eistorten mit hier den Wunderkerzen drauf und so. Das war also sehr schön gemacht und war nochmal ein richtig schöner Abschluss. Essen, wie gesagt, top. Nur halt ein bisschen diese Unruhe oder so. Das war halt ein bisschen schade, dass nicht einfach so ziemlich alle Tische relativ gleichzeitig die entsprechenden Gänge serviert bekommen haben und man damit dann wahrscheinlich schneller durch gewesen wäre und dann alle ganz normal das gezahlt hätten. Ja, dann noch mal was zu dem Schiff selber, beziehungsweise zur Kabine. Es ist ja jetzt nicht so ein riesiges Flusskreuzfahrtschiff. Also es gibt da durchaus jetzt mittlerweile schon größere, modernere, gerade so bei den neueren Schiffen jetzt auch von zum Beispiel Nico Cruises oder auch Arosa und wie die großen alle heißen. Dennoch fanden wir das Schiff wirklich toll. Es war alles sauber, es war ordentlich, es war gemütlich. So, man hatte unten sogar noch so einen ganz kleinen Fitnessraum, wo dann zwei solche Trimmräder standen und so. Es gab eine kleine, ja, es nannte sich Bücherei, wie auch immer, also mit Büchern, aber es war auch gleichzeitig noch ein Tisch da, wo man dann zum Beispiel Spiele machen konnte und so weiter. Das war so ein kleiner Raum nochmal, der da war vor der Lounge. So. Dann natürlich ein riesiges oder ein verhältnismäßig riesig großes Sonnendeck, wo halt viele Stühle liegen und so weiter auch waren. Haben wir natürlich bei dem Wetter jetzt nicht ganz so intensiv genutzt, wie man das vielleicht sonst nutzen würde, aber es war halt da ziemlich viel Platz. Übrigens auch der einzige Bereich auf dem ganzen Schiff, wo Raucher rauchen können. Also im Schiff gab es jetzt keinen Raucherbereich oder eine Raucherlounge oder sowas. Wie auch, denn wie gesagt, es gab nur im Prinzip diese große Lounge, wo auch die Party und so weiter war, diese kleine Bibliothek, Gemeinschaftsraum, wie auch immer. Und den Fitnessraum, wo man logischerweise auch nicht raucht. Und eben die Kabinen, da wurde aber auch nicht geraucht, logischerweise. So. Man konnte dann noch so ein paar, so ein bisschen was shoppen, wenn man wollte. Es gab also so Taschen, Schmuck und sowas. Das war dann mit in der Lobby quasi eingearbeitet, war jetzt also kein extra Shop oder so, wie man das von der Hochseekreuzfahrt kennt. Das ist dann da so, ja, verteilt und man kann das dann quasi dort kaufen. So, was uns dann so ein bisschen aufgefallen ist, ist halt wirklich, es kommt ja ganz oft vor, wenn diese Diskussionen um große Kreuzfahrtschiffe kommen, dann kommt ja ganz oft, oh, auf so großen Dingern, viel zu viele Leute, immer nur Gewusel, keine Privatsphäre, man kann sich nicht zurückziehen. Ich fahre lieber mit kleinen Schiffen oder dann kommt auch ganz oft, da mache ich lieber eine Flusskreuzfahrt, das ist ja viel ruhiger, viel entspannter. Unabhängig davon, dass das ja jetzt als Partycruise deklariert war, aber es war ja nicht so, dass die ganze Zeit nur Party war, sondern die war ja vorwiegend abends und dann beim Karaoke dann von 13 bis 15 Uhr nochmal an dem Sonntag. Dazwischen war ja eine ganz normale Kreuzfahrt, so mit ein bisschen Musik in der Lounge wohl, aber nicht, wer weiß wie laut, mit Möglichkeit nach oben ans Deck zu gehen und so weiter. Aber wir haben zum Beispiel Sonntag noch kurz was arbeiten müssen. Wir hatten noch eine Kundenanfrage, die wir beantwortet oder nochmal ein Angebot mit überarbeitet haben, weil der Kunde noch einen anderen Wunsch hatte. Letztendlich hat er dann auch gesagt, so, das ist es jetzt, das würde ich gerne gebucht haben. Und dann haben wir gesagt, okay, buchen wir dir jetzt sofort noch ein, weil haben wir ja Internetmöglichkeiten mit Hotspot und so, wir hatten Laptop auch dabei, haben uns dazu dann eben in diese Bibliothek zurückgezogen. Die war zu dem Zeitpunkt noch leer, aber dann kam auch direkt eine größere Gruppe an Damen, die dann an dem Tisch dort Würfelspiel gespielt haben, entsprechend natürlich auch lauter waren, gelacht haben, sollen sie ja auch, dafür ist diese Fahrt ja auch da. Und wenn es uns arg gestört hätte, ich meine, wir konnten trotzdem arbeiten, weil wir es auch ein bisschen gewöhnt sind. Das ist ja einer unserer Vorteile, dass wir auch mal an anderen Orten zwischendurch arbeiten können, wenn wir unsere Freizeit genießen. So, also war das jetzt nicht ganz so schlimm.
Nur ist es mir halt aufgefallen, wenn wir hätten gesagt, wir wollen irgendwo ein bisschen mehr Ruhe haben, dann hätten wir uns auf die Kabine nur zurückziehen können, weil, wie gesagt, in der Lounge lief schon Musik, wenn auch noch nicht wer weiß, wie laut, aber es lief halt Musik, es war auch viel Gerede, viele Leute da. Das Wetter für oben war jetzt noch nicht so perfekt, dass man sich da gut hinsetzen konnte. So, das hat man eben auf solchen großen Kreuzfahrtschiffen nicht. Da gibt es ja so viele Bereiche und da findet man immer irgendwo einen Bereich, wo so ziemlich kein Mensch ist. Ne? Und wenn das über Tag in irgendwelchen Lounges oder Bars ist, die vielleicht über Tag teilweise gar nicht aufhaben oder wo nur die Bar offen ist, aber wo kaum einer sitzt. Also ganz ehrlich, ich habe auf diesem Flusskreuzfahrtschiff so wenig Privatsphäre in den öffentlichen Bereichen gehabt, wie sonst auf noch keinem Kreuzfahrtschiff, auch nicht auf dem größten Kreuzfahrtschiff der Welt. Gut, auf dem aktuellen war ich ja noch nicht, das kommt ja erst noch, aber bis davor war es ja die Wonder of the Seas, da waren wir ja schon mit unterwegs. Davor war es die Symphony of the Seas, auf der waren wir schon. Da habe ich überall mehr Privatsphäremöglichkeiten in den öffentlichen Bereichen gehabt als auf diesem Flusskreuzfahrtschiff. Ganz einfach, weil es ja nur ein kleines Schiff ist, man hat gerade mal begrenzt so viel Platz, dass überhaupt die Passagiere alle einen Platz zum Beispiel in der Lounge finden. Dadurch war es ja auch so, dass man, wie gesagt, an festen Tischen war, wo man sowohl in der Lounge als auch im Restaurantbereich immer mit jemandem zusammengesetzt wurde, was man so ja jetzt zwar auf Hochseekreuzfahrten auch teilweise bei festen Tischzeiten kennt, beim Abendessen, aber eben sonst ja nicht. Man hat jetzt nicht so viel Wahl. Oder wenn jemand sagt, ich habe so eine Partycruise gebucht, aber irgendwie ist mir jetzt nicht nach dieser DJ-Musik, ich würde jetzt lieber ein bisschen im Hintergrund Jazzmusik hören oder einfach nur in einer Bar sitzen und nur was trinken, ohne dass da Großmusik ist. Dann findet man das natürlich auf so einem Flusskreuzfahrtschiff nie. Und das ist ja nicht nur so, wenn die Partycruise ist, es ist ja auch so, die MS Johann Strauß wird ja auch von anderen Veranstaltern gechartert für andere Reisen, für ganz normale Flussreisen. So, und wenn dann in dieser Bar, wo zum Beispiel auch, da stand ja auch so ein Klavier, das heißt, wenn da vielleicht andere Kreuzfahrten sind, dann ist da vielleicht abends mal ein Alleinunterhalter, der Klavier spielt oder es ist Bingo oder sonst was, was man sonst noch so macht. So, und wenn ich das gerade nicht möchte, dann habe ich aber keine große andere Unterhaltungsmöglichkeit auf diesem Schiff. Ja, das ist halt einfach etwas, was man wirklich so bei Flussreisen dann generell ja, beachten muss. Ne, und wo man sich auch drüber im Klaren sein muss. Ne? Wenn man jetzt sagt, ich buche diese Party-Cruise und hat auch Lust auf Party, aber der DJ trifft gerade mal nicht den Geschmack oder was auch immer und man möchte dann vielleicht anderweitig die Party genießen oder Stimmung machen oder so, dann ist eben nichts mehr, weil das Schiff einfach auch die Räumlichkeiten dafür nicht hat, um zu sagen, heute bieten wir dort in der Räumlichkeit weiter die Partymucke an. Was weiß ich, da machen wir jetzt 90er-Party und in der nächsten Bar läuft, was weiß ich, Ballermann-Party oder sowas. Ne? So, um es jetzt mal überspitzt zu sagen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Die Auswahl ist einfach kleiner mit dem, wo man sich mit beschäftigen kann. Und auch wenn das Wetter halt schlecht ist, ist nicht groß was, was man machen kann. Ne? Selbst an Deck von der MS Johann Strauß ist jetzt nicht groß irgendwas, was man da tun könnte. Wir lagen dann, genau, das ist vielleicht auch noch etwas, was ihr beachten solltet, wenn ihr auf Flusskreuzfahrt geht. Wir sind dann morgens in Amsterdam, beziehungsweise in diesem Industriehafen aufgewacht. Ich wollte dann mal morgens so gucken, wie sieht es denn da so aus? Legen wir zum Wasser hin oder wo gucke ich drauf? Ich ziehe die Gardine vor und mache die Gardine erstmal wieder zu. Weil wirklich so nah, wenn ich jetzt mal hier so ganz nah dran komme, so ungefähr, so nah hatte ich das Fenster von einem anderen Flusskreuzfahrtschiff und habe dort direkt in die Lobby geguckt, wo der Mitarbeiter da an der Rezeption oder wo die Mitarbeiter an der Rezeption gerade am Werkeln waren. Weil halt das Schiff direkt neben uns lag und wir auch über dieses Schiff an Land mussten. Es war übrigens die Rhein Melody von Nico Cruises. So. Worauf ich aber hinaus will, also das solltet ihr beachten. Also, wer gerne unbekleidet schläft und morgens dann einfach mal noch so unbekleidet die Vorhänge da wegzieht, macht das nicht. Ihr wisst nicht, ob daneben an nicht das Schiff ist und da die Gäste dann in eure Kabine gucken. So, aber darauf wollte ich jetzt gar nicht so hinaus, sondern ich wollte sagen, die MS Johann Strauß hatte also auch an Deck jetzt nicht irgendwie groß irgendwas, was man machen konnte. Andere Schiffe, wie zum Beispiel auch die Rhein Melody,
Da war oben zum Beispiel so ein Schachfeld, so ein großes, mit diesen riesigen Schachfiguren, wie man es auch von teilweise größeren oder Hochseekreuzfahrtschiffen kennt. Ist natürlich jetzt auch nicht die Welt, was man da machen kann, aber man hätte da zum Beispiel schon mal die Möglichkeit, an sonnigen Tagen mal eine Partie Schach zu spielen. So. Es gibt auch mittlerweile ja schon Flusskreuzfahrtschiffe, die so einen ganz kleinen Pool oder sowas haben oder irgendwas oben auf dem Sonnendeck. Und das ist eben so. Diese Möglichkeiten sind generell auf Flusskreuzfahrtschiffen begrenzt und auf der MS Johann Strauß eben war sowas überhaupt nicht vorhanden. Das sind einfach so Sachen, die man vielleicht wirklich im Hinterkopf haben muss. Und wir haben für uns gesagt, die Reise war an sich schön und es war positiver, als wir uns Fluss vorgestellt haben. Und wir könnten uns sicher auch nochmal vorstellen, wenn Preis und Route stimmen, also vielleicht auch mal so Richtung Wien und sowas so, oder zur Weihnachtszeit, dann, wenn man so dieses typische Routen macht, wo man dann so die tollen Weihnachtsmärkte oder die Städte mit den tollen Weihnachtsmärkten anfährt, das nochmal für eine kurze Zeit zu machen. Aber an sich würden wir weiterhin immer die Hochseekreuzfahrt vorziehen, weil wir da einfach mehr Möglichkeiten haben, so den Tag auch zu gestalten, weil man da besser so auf die jeweiligen Bedürfnisse, die man so manchmal ja auch an verschiedenen Tagen, den einen Tag will man einfach nur am Pooldeck beziehungsweise auf dem Sonnendeck liegen und will gar nichts machen, nichts lesen, nichts hören oder so. Und andere Tage will man aber vielleicht auch lieber mal ein bisschen Action oder sowas haben. Und da ist einfach, auf dem Fluss sind die Möglichkeiten halt begrenzt. Und das muss passen, das muss man sich im Klaren sein, auch auf so einer Partycruise, dass da trotzdem alles ein bisschen begrenzter ist. Dann ist das eine feine Sache, gerade so für so wie wir jetzt 2 Nächte, da ist das überhaupt kein Problem, da kommt jetzt keine große Langeweile auf. Ne, selbst wenn man dann mal sagt, jetzt habe ich aber nicht mehr die Lust auf die Musik, ja, dann kann man wirklich mal auf die Kabine und sieht einfach die Landschaft oder die beleuchteten Städte oder sowas an einem vorbeiziehen und genießt das einfach ein bisschen. Aber wenn man das dann vielleicht eine Woche oder sogar länger machen muss, wenn das nicht so ganz seinem eigenen Bedürfnissen entspricht, dann kann es durchaus langweilig werden. Ja, das war jetzt eigentlich so. Mal der tiefere Einblick und der weniger bebilderte Einblick. Wie gesagt, die bewegten Bilder dazu gibt es in dem Blogvideo, was hier ist. Das Schiff an sich im Detail, sofern man das bei der Größe sagen kann, findet ihr eben auf unserem Business-Kanal. Ja, und ansonsten würde ich sagen, war's das und wir sehen uns dann in einem nächsten Video oder in einem der nächsten Videos und bis dahin sage ich Tschüss.